Ein aufgeklärter Patriot ist ein Patriot, der fragt, welchem Vaterland schulde ich meine Loyalität, mein Engagement oder gar meine Liebe. Der Gegenpatriotismus wäre zu sagen, egal was mein Vaterland produziert, welche Übeltaten oder gar Verbrechen es begeht, es ist mein Vaterland und ich stehe blind zu ihm. Linker Patriotismus definiert sich über die zu lösenden Probleme mit Blick auf Werte wie Gerechtigkeit, Zusammenhalt, Frieden. Und das kann im nationalstaatlichen Rahmen erfolgen, wie wir die Nationalstaaten kennen. Es kann aber auch in einem größeren Rahmen erfolgen, mit der gleichen Leidenschaft, die wir vor 150 Jahren dann den Nationalstaaten zugesprochen haben. Ich glaube nicht, dass man einen Wir-Begriff definieren kann, ohne sich erstmal abzugrenzen gegen andere Wirs. Ein Wir ist der geteilten Rechte und Pflichten. Das heißt prinzipiell ein offenes Wir. Prinzipiell. Das heißt nicht, dass alle mitmachen können und auch nicht alle mitmachen müssen, aber dass man nicht sagen kann, dieses Wir definiert sich über Haut, Biologie, selbst Religion oder kulturelles Brauchtum. Wir erleben alle eine Verunsicherung. Die Weltordnung, an die wir uns gewöhnt haben, ist nicht mehr stabil. Wir sind auf der Suche nach neuen Konzepten der Integration, neuen Definitionen davon, was ein gesellschaftliches Wir sein kann. Und da ist es ja natürlich auch erstmal nicht allzu verblüffender Reflex zu sagen, ich greife erstmal nach dem, was doch lange stabilisierende Begriffe waren. Ja. Nicht zwangsläufig, indem ich mich auf die sozusagen bedingungslos in einem unaufgeklärten Sinne, wie es Thea Dorn eben gesagt hat, auf alles, was deutsch ist, verpflichten lassen möchte, aber dass ich eine Leidenschaft für politische Ideen habe und entsprechend den Raum brauche, auf den die sich beziehen. Ja, ich möchte, dass Deutschland ein gutes Land bleibt, so wie es die Bundesrepublik geworden ist.